So, Freunde, an gleicher Stelle jetzt geht's hier weiter. Wir müssen einen Armreif besorgen und das werden wir jetzt mal tun. Und? Hat Groma endlich eingewilligt? Ja, gerade eben. Na, dann gratuliere ich dir. Jetzt brauche ich nur noch einen Verlobungsarmreif für Ivy, aber eigentlich kann ich mir keinen leisten. Red doch mal mit Oruk. Der hat vor ein paar Tagen Bernstein am Strand gefunden. Wenn er ihn dir gibt, mache ich dir einen Armreif. Das würdest du tun? Klar, wir sind doch Ein Freunde. wahrer Kumpel. Okay. Dann werden wir uns mal zu. Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Auf jeden Fall Oruk. Genau. Den werden wir mal anquatschen. Sag mal, Uruk, du hast doch Bernstein am Strand gefunden. Ja, Hirte, schönen Bernstein. Würdest du ihn mir geben? Zum Anschauen? Nein, zum Behalten. Ich brauche ihn für einen Verlobungsarmreif für Ivy. Uruk ist Diener und Händler. Und? Der Händler will Gold. Ich hab keins. Der Diener will Herr sein. Wie meinst du das? Der Hirte wird Uruks Diener. Dann gibt Uruk dem Hirten den Bernstein umsonst. Oh, verstehe. Was soll ich für dich tun? Uruk liebt blaue Wulstlinge. Sie wachsen in einer Höhle mit Tür mitten im Hirschhag. Uruk geht immer selbst, um Pilze zu holen, aber jetzt hat Uruk einen Diener. Der Diener nimmt den Schlüssel und geht ein halbes Dutzend Wulstlinge holen, ja? Her mit dem Schlüssel. Ich hol dir die Wulstlinge. Lauf, Diener! Lauf! Uruk hat Hunger! Ja, das wird die Höhle sein, in der wir im letzten Video schon gewesen sind. Da werden wir uns da mal aufmachen und werden dem Oruk mal die Wulstlinge holen. Ich könnte wetten, so ganz einfach wird das nicht funktionieren. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ich bin hier falsch. Hier muss ich lang, jawohl. Ich denke nicht, dass wir einfach so hier diese Wulstlinge aufsammeln können. In dieser Höhle wird es bestimmt ein paar, ich denke mal, Goblins geben. So. Sind das hier schon welche? Nein. Rein in die gute Stube. Ja, nu. Okay. Vorsichtshalber können wir ja schon mal unsere Axt in die Hand nehmen. Da haben wir schon mal Nummer 1. Ah ja, das ist der erste. Sehen wir hier nämlich auch, kann man das auch machen, ja. Goblin-Keulen haben wir jetzt schon mehr als genug. Feschi-Frucht und Goblin-Armschienen. Ah ja. Wie konnte man das nochmal anlegen? Hier. Wo haben wir denn die Goblin-Armschienen? Bei Nahkampfwaffen sicher nicht. Ausrüstung. Romas Glücksbringer. Kann man ihn anlegen? Haben wir den jetzt angelegt? Jetzt haben wir ihn angelegt. Goblin-Armschienen haben wir schon angelegt. Sehr schön. Wunderschild, ja, sowieso.
Etwas, wie auch immer. Okay. Nein. Hier gibt es noch eine Goblin-Keule. Was kaputt machen hier? Da sind die nächsten. Ah, da hätte man jetzt natürlich auch den Bogen mal verwenden können. Weg! Ein Gold, das ist natürlich auch mager, ne? Ja gut, aber Händler haben wir jetzt eh noch nicht aus diesem Uruk und da können wir nichts kaufen. Von daher ist das nicht ganz so tragisch. Aber ich sehe gerade, wir haben jetzt mehr Lebensenergie. Ach ja, das stand ja auch bei diesem, wegen dem Armreif. So. Ich sollte hier nicht immer so reinrennen, da könnte man vielleicht mit dem Bogen schon mal vorarbeiten. Schleichen noch nicht gelernt. Schleichen wollte ich auch gar nicht. Mein Zeugkollege. Jawohl. So. Oh ja. Kochrezept für gegrilltes Fleisch haben wir jetzt schon dreimal. Da oben ist noch ein Pilz. Und wie ich sehe gerade, wir sind auch schon kurz vor dem nächsten Aufstieg. Hier war noch gerade ein Apfel. Na, Truhe. Ja, nur mach auf. Hanfbandagen gibt es hier, geringer Heiltrank. Almas Bestes. Sehr schön. Nehmen wir alles mit. Da können wir ja ruhig mal... wie war denn das jetzt? L2. Falls uns die Pfeile ausgehen. Sie war ja witzig vorhin. 136 Pfeile. Naja, da muss man schon mächtig daneben schießen. Und jetzt können wir ja eigentlich mal... Nein, das haben wir schon auf der Kurzwalltaste. Alle Bandagen kann man nicht im Kampf benutzen, aber das können wir uns mal reinnehmen. Hier noch irgendwas? Nö. Ei. Entkräfteter Mole-Rat. Hier haben wir den nächsten. So, einen brauchen wir noch und dann haben wir es geschafft. Dann können wir endlich Ivy heiraten. Da ist noch so ein... So, sehr schön. Wo geht's jetzt hier hin? Ah, okay. Ich finde es immer noch witzig. Ach scheiße, jetzt habe ich mir gerade mal Schaden gemacht. Wie er hier über den Boden schwebt, wenn man springt. Als wäre er auf dem Mond. So, Kumpel. Da hast du deine Pilze. Wo sind die Wulstlinge? Hier sind die Wulstlinge. Ich habe sie gefunden. Guter Diener! Schneller Diener! Was ist mit dem Bernstein? Kannst ihn haben, Hirte.
Halven soll was Schönes draus machen für die junge Herrin. Sehr schön. Damit haben wir jetzt den Bernstein. Damit können wir zum Halven gehen. Das können wir jetzt auch noch machen. Und dann haben wir auch unseren Armreif. Hier, Kumpel. Hast du den Bernstein? Hier ist der Bernstein. Sehr gut. Ich habe schon alles vorbereitet. Nur der Bernstein muss noch in die Fassung. So, das wär's. Zufrieden? Gute Arbeit, Halven. Sieht ziemlich edel aus. Aufgeregt? Wegen Ivy? Ein bisschen. Mach dir keine Gedanken. Sie ist ja schwanger. Da wird sie nicht Nein sagen. Was? Oh, du... Sie hat's dir noch gar nicht gesagt? Ivy ist schwanger? Wie... Habt ihr etwa nicht... Du weißt schon. Doch, aber... Na, dann sollte dich das nicht überraschen. Hier, nimm den Armreif und geh zu ihr. Das wird schon. Jetzt hat er's verpetzt. Okay, Bernstein entfernt, bla bla bla. Haben wir alles geschafft, super. Einen Aufstieg haben wir auch sehr schön. Fähigkeiten. Okay. Vielleicht sollten wir doch nochmal auch mal hier rein investieren. Wie ging das noch? Dreieck. Haben wir jetzt zwei Punkte da reingebracht? Okay. Einer rein. Haben wir doch jetzt, oder? Ja. Jetzt können wir ja auch in Vitalität ein bisschen was investieren. Da können wir auch nochmal einen reinstecken. So. Jawolli. Und was war das hier nochmal? Kunstvolle Kombination. Ah ja, komm. Investieren. Akzeptieren. Fantastisch. Gut. Ja, wie es dann jetzt hier weitergeht, das sehen wir im nächsten Video. War jetzt hier erstmal einen kleinen Cut. Wir haben ja die letzte Prüfung geschafft. Wir haben jetzt den Armreif für Ivy. Jetzt muss sie bloß noch Ja sagen und dann kann diese Hochzeit nichts mehr im Wege stehen. Aber das sehen wir im nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie immer, wenn ihr irgendwelche Wünsche, Anregungen oder sonst was habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wem es gefällt, darf mich gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Video.